Hallo euch allen, da sind wir wieder bei Madden NFL 21. Wir sind zurück in der Rivals-Serie im Championship Game, die 14. Herausforderung. 3 Sterne. Wir sollen für 30 Yard in dem Drive, der jetzt vor uns liegt, laufen. Wir kriegen... Oh ne, und wir sollen noch einen Touchdown in diesem Drive erzielen. Das wollen wir mal nicht unter den Tisch fallen lassen. Wir kriegen einen Bonus, wenn wir die 30 Yard in 3 Spielzügen erlaufen und wenn wir den Touchdown in 3 Spielzügen erzielen. Im Idealfall dreimal laufen, Endzone, Challenge geschafft. 1. und 10 an der 40-Yard-Linie. Und wir starten mal ganz klassisch mit einem Lauf durch die Mitte. 1. und 10 an der 40. Boah, da ist ja gar keine Lücke. 2 Yards Raumgewinn. Na hurra. Versuchen jetzt mal den Zero-One-Trap. Ah, da sieht es doch schon besser aus. Elliott an die 25. Aber jetzt müssten wir in die Endzone gelangen. Probieren es mit einem Run über die Außen. Elliott ist unterwegs. Immer noch auf den Beinen, der Ball an der 7-Yard-Linie. Damit haben wir die 30 Yards geschafft. Aber halt den Touchdown nicht. Ah, ärgerlich. First and goal. Wir wühlen uns an die 2-Yard-Linie heran. Second and goal wieder. Elliott. Und da ist der Touchdown. Für die Cowboys. Da haben wir, glaube ich, 4 Sterne geholt. 1, 2, 3, 4. Aber den 5. nicht. Und den wollen wir natürlich auch haben. Ja, der erste Run, der lief nicht gut. Wir gehen jetzt mal direkt über die Außen. Da kommt ein Blitz von der rechten Seite. Wir laufen über die linke Seite. Ja. Danke für den Nichtblock. Mann. 2012. Probieren wir doch mal einen RPO. Elliott macht sich auf die Reise, bringt aber auch nicht viel. Wir kommen an die 37. Jetzt müsste der Mörder-Touchdown-Run kommen. Wir laufen mit dem Halfback-Base. Elliott unterwegs. Boah, das war ein ganz schlechter Drive. Heieieiei. Und da wir jetzt hier ja auch schon sämtliche Bonus-Goals vertändelt haben. Ich werde zumindest versuchen, den 50-Yard-Field-Goal. Komm, das ist zum Üben. Break the leg. 50 Yards hat er drauf. Gut zu wissen, hilft uns aber nichts, denn wir sind durchgefallen. So, wir müssen also nochmal wieder ran. Der Lauf über die Außen, der Stretch über die rechte Seite. Elliott immer noch auf den Beinen, immer noch auf den Beinen. Guter Run. Wir kommen an die 20-Yard-Linie. So, wir müssen noch 10 Yards erlaufen. Boah, das war doch richtig gut. Wir nehmen noch einen Lauf über die Außen. Blitz kommt von der linken Seite. Da habe ich die große Hoffnung, dass links jetzt gleich ein bisschen Platz für uns sein wird. Da ist nicht nur ein bisschen Platz, da ist gewaltig Platz und im zweiten Play der Touchdown für die Cowboys. So, und das müssten alle 5 Sterne sein. Schauen wir uns das mal an. 1, 2, 3, Stern Nummer 4, Stern Nummer 5, Maximum Stars geholt. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.